Yo, 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 friends, welcome back zur Nightfolge. Anna! Oh, Mission 6, es geht weiter. Wir sind gebrochen. Für Bella, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Also, Freunde, wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, ich kann es euch nur empfehlen, es sind zwar ca. 1,5 Stunden zu Spielfilmlänge. Hat uns komplett in Trümmerbruch geschickt. Und ihr werdet nie drauf kommen, was die Lösung des Problems war und warum. Naja, wir gehen jedenfalls jetzt in Mission 6 rein. Und werden mal schauen, wie lange das dauert. Patrick wieder mit dem Gabelstapler fahren muss und ich wieder irgendwie mit Granaten rumschieße. Ja, ich wollte jetzt mal kurz Pause, weil ich pinkeln muss. Hm. Na, wie Patrick, das? Halt, jetzt Videosequenz. Ist er jetzt echt in der Videosequenz Station gegangen? Nein. Moment, lass mal auf. Auf diesem Gelände kann ich nicht mehr weiterfahren. Der Staub hat im Wagen so sehr zugesetzt, dass wir kaum noch vorankommen. Wir laufen. Solaco Actual, hier ist Winter. Wir brauchen einen Fußweg zur Einrichtung. Verstanden, Winter. Aber vergessen Sie das Register nicht. So. Nö. Da sieht man, wo wollen wir hin? Hä? Da sind wir, wo wollen wir hin? Genau. Oder ja, genau. Schau hin. Die Arschlöcher scheinen Marines zu jagen, die es noch nicht zu Hadleys geschafft haben. Wenn man uns sieht. Mhm. In der Mission haben wir bestimmt wieder mehr menschliche Gegner. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Actual, wir guck haben mal hier. Fluchtkapsel der Solaco gefunden. Hallo, hallo. Was? Ich komme. Es gibt keine Überlebenden. Ich bin so weit hinten. Der Xenomancer. Over. Verstanden, Winter. Folgen Sie Ihrer Mission. Wir kümmern uns um unsere Leute. Na, wer das wohl war hier, ne? Komm mal her, hier gibt's Eisbein. Oh. Hier, guck mal, eiskaltes Händchen von der Adams Family. Ja, ja. Da liegt es. Wir sollen unendlich bleiben. Wer kam auf die Idee zu schießen? Natürlich. Ich? Ja, klar. Das ist ein Teil des Maschinenraums. Bewegung. Na, 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 na. Jetzt kommt bestimmt menschliche Gegner. Feuer! Und jetzt? Penner, ey. Der Typ, ey, was ist denn jetzt? Ja, was ist denn los mit dir? Ja, was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Und was ist denn los mit meinem Aim? Nein! Geil! Der hat den Alien. Oh, beleg dich mal. Ich hab gerade dem Alien die Waffe in die Fresse gehalten und abgedrückt. Geil! So muss das sein. Solche Momente wünscht man sich in Isolation auch, ne? Also in den Mund gesteckt und abgespritzt. Selbst mit Schwurz. Was? Patrick? Du hast in den Mund gesteckt und abgespritzt. Welche Farbe haben die Aliens? Lila. Wieder versucht sich zu drücken um die. Ja, da ist er. Zwei Aliens und ein Modus. Sehr gut.
Ich will Unreal Tournament spielen. Das ist ein Tune, ey. Gab's das eigentlich auch für PS3? Ich glaube ja, oder? Was? Unreal Tournament? Hab ich nie, ja, stimmt, kam irgendwann mal raus, hab ich aber nie gespielt. Ja, ich hab's auf PC damals nur gespielt. Da gibt's ja auf YouTube. Ey, was ballerst du mich denn von hinten ab? Ich weiß ganz genau, dass du fragst. Ah, ich geb's zu, ich brauch's. Das kannst du auch nicht leugnen, ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Mein Ding war in dir drin. Was soll ich? Oh, meine Muni ist schon wieder alle, Alter. Erkennungsmarke. Was soll ich sagen? Reden ist nicht mein Ding. Mein Ding ist lieber tief in dir drin. Ich bin, was ich bin, komplett klar oder verreckt. Und mein Herz gehört dem Drogen, dem Geld in der Sekte. Wo geht's hier lang? Tiefes Loch. Auf in den Gulag. Auf in den Gulag. Alien Gulag. Also wir müssen jetzt durchsprinten. Wir müssen jetzt die Zeit von der letzten Mission wieder reinholen. So Freunde, wir haben jetzt gerade entschieden, wir machen jetzt einen Speedrun. Mal sehen, wie lange das gut geht. Bis zum Boss von dem Level wahrscheinlich geht's gut. Und wenn der Boss auftaucht, dann... Oh Gott! Scheiße! Ich bin rückwärts gelaufen und hab geschossen und bin dabei in den Abgrund gestürzt. Ich hab nie gesehen, dass doch ein Abgrund war. Was ist das denn? Heilige Scheiße! Was leuchtet an der Decke? Wo ist denn hier was? Ach da, guck mal. Los, Patrick, schnapp es dir! Ohne Fika! Alter, die schießen mit Säure, Marcel! Belebt mich! Oh! 30 Gegner, 20 Gegner von Wänden und Dings schießen. Herausforderung gehabt. Belebt mich oder schieß auf mich? Naja, ich konnte halt nichts machen, sind gleich irgendwas gegangen. Ach du Scheiße, ja, ich weiß was denn jetzt. Oh, pisst euch, Hesslons. Go, Johnny, go! No, go, Johnny. Johnny, go. Johnny ist gegoat, no? Also auch mal Ben. Nur mal so, no? Nö. Bella läuft immer noch mit uns rum. Der Bella? Vielleicht wurde die doch gefruchtet. Denkst du? Die wird sich irgendwann opfern. Hoffe ich ja wohl. Bevor sie uns opfert. Nö, wir können die da einfach abknallen, wenn es losgeht, dass sie Schmerzen in der Brust hat. Dann kommst du wieder mit einem geilen Spruch um der Ecke los, neben den Mund. Wenn es nicht der Brustkrebs ist, dann war es das Alien, genau. Scheiße. Was ist das denn? Oh Gott. Heilige Scheiße! Die spucken Säure! Verdammte Säure! Keiner wird uns mögen, was sehen. Über euch! Ne. Denke ich auch. So, warte mal. Wozu habe ich denn das Plasma-Pulsgewehr? Rang 5, Baby. 15. Geil. Oh, was spuckt denn mich hier an, Mensch? Ich will doch bloß in Ruhe meine Waffe wechseln. Nutte, stirb, stirb. Bis du explodierst. Tünüte. Was? Tünüte. Was? Tünüte? Tünüte, du. Das klang bei mir gar nicht so. Ich hab das der Maskulin gesagt, du Nutte. Ich hab... Das klang bei mir nicht so. Oh geil! Jetzt brenzelt Bella die Fotze. Ich hab das nur nicht genau. Was stimmt denn mit dir gerade nicht? Dreh doch wieder durch, ey. So. Du hab ich das nicht genau. Wie kann er denn mit Säure schießen, wenn ich ihm voll die fette Schrotladung gebe? Keine Ahnung, ich spucke auch Säure auf mich. Wenn ich die Waffe wechsle, schnauze jetzt.
Nanü, doch nur noch mal Nanü. Nanü, Nanü, na. Also das ist ganz sicher kein. Die haben hier so einen Laden, gibt, weiß ich nicht, ob es den bei euch auch gibt. Nanü, na, na, ist. Ja, ja, ja. Der macht immer so Nü und Nö. Und dann sag ich von Nanü, na, Nö. Dann gehen wir da durch. Na, guck mal, haben wir geschafft. Jetzt kommt gleich der Bus. an dem wir dann wieder eine entspannte Stunde sitzen. Bin ich mal auf die Idee kommen, ein Lasergewehr zu nehmen. Nö. Weißt du, wo ich das her habe? Hast du das auch, das Lasergewehr? Wie heißt denn das? Wenn du lange Dreieck drückst, Primärwaffen und dann ganz links runter. Plasma-Pulsgewehr ist das. Das Stubenmädchen war voll frei. Was? Und dann kriegt man es bestimmt fürs Durchspielen. Gut mitgedacht, Bell. Kann ich von dir. Du hast bestimmt wohl die Superwaffe. O'Neill, wir müssen diese Tür öffnen. Bella, was sagt der Radar? Sporadische Signale? In der Umgebung. Gar nicht, Bella, mein Radar sagt was anderes. Die Tür bewegt sich nicht. Ich verklemmt durch den Schaden. Wir müssen sie eintreten. Wir brauchen Schaden. Ja, tritt doch die Tür an. Sehr gut, O'Neill. Babyface, mach nicht so einen Höllenlärm. Du musstest ihr natürlich von Babyface. O'Neill ist unser Rambock. Der kann mal runterfallen. Ach du Scheiße. Vor, damit wir nicht alle Xenos und Wayuu-Arschlöcher im Umkreis auf uns aufmerksam machen. Echt jetzt? Ich bin da runtergegangen. Ja. Wie bei mir von uns mit einem Abgrund. Ja, da frage ich mich auch bei O'Neill, wo sein Roundhouse-Kick vor uns war, als wir gegen den Boss antreten mussten. Ja. Huch! Ist der da überhaupt wieder? Was? Was, er auch gleich tot? Nein, ich nicht gleich tot. Ich hab nur Bella an Brand gesetzt, wegen Hexenverbrennung und so. Ach, na ja, klar, na klar. Nur eine Frau, die qualmt, ist eine gute Hexe. Na, ist gut. Scheiße. Ja, ist das nicht Feuer! Ihr müsst euch vorstellen, Leute. Ne? Ich hab Patrick jetzt schon so weit runtergezogen. Der quatscht jetzt schon so und dann spielen wir. Dann kommen noch Projekte wie Alien vs. Predator. Ihr habt nur drei. Wer sind denn Evil? Das ist dann irgendwann fertig, der kann irgendwann dann nicht mehr normal reden. Nee. Ja, irgendwas macht das auch mit einem mit der Zeit, ne? Also. Man sagt ja so schön, die Zeit heilt alle Wunden, aber die Zeit kann auch viel Schaden zufügen. Naja, ich sag immer, Umgang formt den Menschen, schlechter Umgang formt schlechte Menschen. Aber ist alles okay, Leute, ich kann euch beruhigen. Ich mach Patrick nicht psychisch krank oder kaputt. Erstmal ist er das schon und wenn wir über private Sachen reden, da bin ich nicht so ganz so krass unterwegs. Wo ist denn hier dieses... Was hat denn mich getötet jetzt? Um das Ganze mal zu bestätigen, mit jemandem, der Patrick? In der Nahrungsmittelindustrie arbeitet, ich bin tot. Dr. Johann Hipp. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich weiß nicht, ob der Dr. Johann heißt, aber er ist Hipp. Dr. Johnson. Dr. Johann Hipp. Dr. Johnson. Dr. Johnson Hipp. Das ist ganz dafür stehe ich mit meinem Namen. So viel zum Thema Speedrun, Leute. Wir wurden aus dem Hinterhalt getötet, also so richtig wehschrauben, warum wir überhaupt gesprungen sind gerade. Vor allem auch alle Bäder. Ja, eigentlich nur, weil ich durch ein Loch gesprungen bin. Nee, du wurdest ja dann wiederbelebt. Oder nicht? Nee. Hä? Nein. Auch nie, wo wir draußen gerade waren? Nein. Okay. Gut, okay, dann wundert mich nicht mehr, weil die beiden Idioten hier, die ist ja hier, wenn die beiden, geh weg, Patrick. Ja, kein Wunder, wenn du die abfackelst. Naja, die haben sie aber verdient, die Fotzen, hast du ja gerade gesehen. Die beschützen mich nicht, wenn irgendwas ist.
Oh, jetzt hier wieder Fensterscheibe eintreten. Das Stubenmädchen hat voll frei. Ja, hat's. Jetzt tritt die scheiß Tür rein, du Vogel. Oh, Nil, du machst mich so sauer, du Stück Scheiße. Ich würde so am liebsten in die... Oh, das ist ins Gesicht. Guck mal, da hängt die Kette. Bella, was hat der da? Die Kette würde sich um den Hals von O'Neill Urquhart machen. Gibt ja echt die durch die Scheiße ziehe. Oder bei Bella. Noch ein paar Kugeln dran und dann kommen wir die als Analkette. Man ist die Scheibe eigentlich nicht immer einfach für einschlagen, aber er kann so eintreten. Weißt du, was ich gerade überlege, ob man bei Bella. Der Chuck Norris. Verdammt, Babyface, mach nicht so einen Höllenlärm! Wenn man mit ihrer. Wenn man mit. Also wenn man die fisten würde und man geht ganz tief in ihren Arsch rein. Bis hoch, ob man dann das Alien durch den Arsch rausziehen könnte. Was? Oh, ja, stimmt nur nicht mit. Ey, ich brenne! Ja, sorry. Ich hatte gerade Fantasien. Ich habe Fantasie. Sorry. Nee, das ist wirklich mein scheiß R2-Knopf. Das ist. Oh, Scheiße! Sorry, das war der R2-Knopf gibt's ja nicht. Was? Schon wieder der R2-Knopf. Gibt's ja nicht. Er hat zweimal hintereinander den R2-Knopf gefunden. Das war eine Serie, Marcel. Ja, ich möchte gerne mehr Auszeichnung und Sterne mit Mutti. Was ist der denn für einer? Okay, bewegt mich. Oh, Kämpf! Oh. Nee, ich bin gestorben. Oh nee! Okay. Ich jetzt bin... werden die Videos anderthalb Stunden dauern. Wir müssen mal wieder ernsthaft an die Sache rangehen. Es kann doch nicht sein, dass wir so übelst am Abscheißen sind. Oh. Bist du nicht ernsthaft? Ich bin volles Brett ernsthaft. Vor allen Dingen, ich habe jetzt, als ich gestorben bin, Level 25. Echt? Ich bin schon Level 19. Hey, ist das du hast? Ja? Oh, Marcel, mach schnell dein Testament. Scheiße, da kommt der Cheeseburger mit hoch. Oh. Hallo. Ja, ja. Trag mich als Erbin ein, bevor du stirbst. Ja. Oh, jetzt müssen wir wieder warten, bis er die Tür da eingetreten hat. Naja. Nö. Oh! Oh, was ist denn das jetzt? Das Mädchen hat voll frei. Nein. Da im Auge wegen frei herumlaufenden Putzfrauen. Gut mitgedacht, Bell. Kann ich von dieser Mission noch abspringen? O'Neill, wir müssen diese Tür öffnen. Bella, was sagt der Radar? Sporadische Signale? Nichts in der Umgebung. Im Moment ist alles klar. Alexa, bewegt sich nicht. Stelle Wecker auf 0:45. Wir müssen sie eintreten. Was sind da? Verdammt, Babyface, mach nicht so einen Höllenlärm! Babyface. Ist so rausgerutscht. Ich gehe vor, damit wir nicht alle Xenos und Wayuu-Arschlöcher im Umkreis auf uns aufmerksam machen. Tja, aber man merkt schon, das Spiel wird schwieriger. Ja, also absolut zu vergleichen mit Amazon. Oder wir kann das hier einfach durchgehen. Oder wir machen echt einfach zu viel Fantasie. Ach, the door is open. Ja. My ass is auch open. Ach, schön. Scheiße, jetzt Feuer! Nee, noch nicht Feuer, das ist überhaupt nicht das Problem, da hab ich gemacht. Stopp, ich komme! Marcel, wo bist du? Ich bin hier, ich bin hinter dir. Komm zu mir! Ich ja. Bin tot. Komm! Oh, verpiss dich, Drecki! Ich schaff's noch, Patrick! Oh, hä?
Wieso kann ich dich nicht wiederholen? Jetzt. Oh fuck. Vor allen Dingen, die Penner. Komm hier hinter, Patrick. Bleib mal bei den Strichern. Die Wichser, die sind in dem Raum einfach stehen geblieben. Die haben sich einfach verpisst. Die scheißen auf uns. Sag das für mich. Ladung. Ja. Lass die mal bitte was machen hier vorne, die Penner. Oh, der rennt wieder vor. Alter, ich bin wieder tot. Na klar, weil du genau in mein Feuer reinrennst. Also, wir müssen uns jetzt aufteilen. Einer links, einer rechts. Und jeder bleibt ja auf seiner Seite. Dass nie einer dem anderen ins Feuer reinrennt. Ich habe jetzt mal Pause gedrückt. Ich warte jetzt, bis ich an der Stelle bin. Sonst wird das Video wieder ewig lang. Ist doch okay. Musst du mehr unterhalten für die Leute. Aber nicht für mich. Das ist ganz sicher kein Teil des Schiffs. Wieso für dich? Guckst du dir deine Videos etwas selber an? Du dir echt nochmal den Kampf mit deinem Powerloader, mit deinem Gabelstapler? Nee, guck ich nicht an. Ich kann auch die Menschen nicht verstehen, die angucken. Also bei unseren Videos kann ich das schon verstehen. Ich meine, das ist einfach, bei unseren Videos ist das wie ein Unfall. Man kann nicht weggucken. Und ab und zu ist der Unfall einfach so bescheuert, dass man nur noch drüber lachen kann. Was ist denn hier mit deinem Impulsgewehr oder was das war? Was soll denn damit das sein? Das Ding. Hab ich doch. Gedacht, du meinst Lasergewehr? Kann ich von dieser Mission noch abspringen? Das weiß ich doch nicht, wie das heißt. Was denn das, was gegen den Boss benutzt hat für uns oder was? Irgendwas, ja. Naja, das ist, musst du dir wie ein Scharfschützengewehr vorstellen. Und das Ding musst du aufladen, das ist wahnsinnig stark, aber wenn viele Viecher kommen, bist du gebumst halt, ne? Aber ich kann es mal mit einem Kampfgewehr. Was ist das Kampfgewehr? Nee, Kampfgewehr ist es auch. Sturmgewehr. Ist so rausgerutscht. Ich gehe vor, damit wir nicht mal Sturmgewehr aus. Schlöcher im Umkreis auf uns aufmerksam machen. In unserer Nähe. So, nächste Runde. Wir versuchen es mal weiter. Ich habe einen Flammenwerfer am Kampfgewehr dran. Cool. Gut, dann geh du mal vor. Ja, ich zünd die Fotzen an. Mach mal. Scheiße, jetzt Feuer! Irgendwie hat das ein komisches Feuer. Das Sturm. Das Sturmgewehr schießt sich irgendwie. Du bleibst schön hinten, ne? Genau, ich mach von hinten MG und du machst Flammenwerfer. Oh. Das ist unser Weg raus. Los, Bewegung! Der König liegt schon wieder am Boden. Hast du dem jetzt. Sag mal, warum denn nicht gleich so? Hast du den Penner jetzt echt. Ich muss einfach hinter dir bleiben. Naja, genau. Dann geht das auch. Naja, siehst du. Hier bin ich vorgekommen. Weiß gar nicht, warum du dein Video jetzt passiert hast. Das wissen die Leute gar nicht. Hab ich doch gar nicht, los doch schon wieder. Oh. Oh nee, irgendwas hat mich wieder getötet, ey. Ja, na klar. Dankeschön. Oh, ich bin einfach durchgelaufen. Ich habe auf den Kontrollpunkt gehofft. Ja, gut. Diesmal war ich es nicht. Ich weiß nicht. Wer war's denn dann? Eierkopf. Vor uns ist was? Ach ne, jetzt bist du. Ich bin's ganz alleine. Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Patrick, ich glaube, jetzt bin ich der am Decken lang laufen kann. Oder?
super. Nee, lernst du jetzt den Bug gehen? Nee, jetzt bin ich zu dir geportet worden. Was denn, geht Tür nicht auf oder was? Nee, das heißt, wir kriegen gleich Besuch. Ey, ihr Pisser. Stehen Sie da an Klötzen, Blöde? Du Stricher, du. Geschütze! Augen offen halten, oh Gott. Leute! Na du! Nein, ich sterbe! Was er nicht zu mir kommt. Nicht zu dir kommen, okay? Hier ist ein scheiß Geschütz. Ja, ich hab das erste gerade ausgeschaltet. Ja. Wenn du hier zu mir reinrennst, dann ist sie geschützt. O'Neill, bleib hier bei Bella. Ich versuche dahinter zu kommen und das auszuschalten. Hier würde ich gerade gucken. Hast du es jetzt gerade versucht? Nein. Ach, lebe noch. Ich bin tot, okay. Einfach geradeaus vorbeirennen. Genau. Oh Gott! Nochmal weiter rennen. Winter, Actual hier. Haben Sie das Register schon gefunden? Noch nicht, Sir. Wir sind bei dem verlassenen Außenposten. Geschütze, was soll denn das? Keine Ahnung. Wie geht es Bella? Diese Vermischung der Spezien. Es wird immer schlechter. Sagen Sie ihr Kopf hoch. Verstanden, Sir. Winter over. Und so bin ich jetzt, was hat mir das jetzt gebracht, in den Raum hier reinzugehen? I don't know. Ach hier, hier, alles klar. Der Firefight Move. So, und jetzt komme ich bestimmt hinter das Geschütz. Mhm. Weil ich höre es schon. Ja, ich sehe es auch. Gucke Mark an. Ja, Max kann nicht bestimmt in die Gegnermassen reinrennen. Nein. Ja, Max kann auch einfach mit Sinn und Verstand vorgehen. Ich stolz auf dich. So, finde das Personalregister. Guck mal an. Ach nee, es ist von der Patrick, der hier liegt. Wollte schon sagen, jetzt hat er unten eine weiße Rüstung an. Wie so ein weißer Ritter. Bin ich Stormtrooper. No. Ach, ich lebe. Ich lebe, weil du mein Atem bist. Du mein Atem bist. Bin müde! Hey! Bin müde! Bin für das Wasser! Ich hatte einfach so Bock gerade. Der Tag wird kommen. Geil. So, Fenster gehen auf, Mission Ende. Das Ding. Weiß ich auch nicht genau. Vom Flohmarkt, genau. Suchen Sie das Register, O'Neill. O'Neill, O'Neill, O'Neill ist bei dir. Das ist das Register. Das war einfacher als ich dachte. Scheiße. Da warst du wieder. Rechtsmiete, was nicht monetarisiert werden kann. Manchmal kommt da so ein Scheißdreck aus beim Firmenquartier. Direkt aus der letzten Etage. Wir schicken es über eine Funkfrequenz. Hättest du Mikro viel oder sonst was gesagt? Ja, du musst ja gar nicht mit so einem Knaller kommen. Das ist ein Dropship. Die Stromversorgung hat wohl Aufmerksamkeit erregt. Ach, Dropship, hier, guck mal, das Elend. Beschuss. Patrick, guck mal, siehst du das Raumschiff hier draußen? Du wolltest doch von Prometheus was sehen? Ja, hast es. Das Runde? Oder wo? Ja. Ja, guck doch wo mal. Ist denn? Wenn. Och, der direkt vor dir! Hey, stopp! Was ist denn?
Wo ist es? Da steht genau davor. Wo ist es denn? Muss ich darf es malen. Die Rache wird kommen. Jetzt musste ich dir einfach inzwischen da oben schießen. Der Wichser. Immer wieder, die haben hier bloß Basecaps und Strohmasken auf. Du schießt in den Kopf und die halten es trotzdem aus. Mhm. Das sind eben auf dem Schwierigkeitsgrad echte Teufelskerle, ne? Naja, klar, da sind wir halt voll die Gegner, ne? Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do when we come for you? Ja, das wäre, das könnten irgendwie Beete sein, da hast du recht. Oh! Patrick, da kommt noch was anderes durch die Tür durch. Da schießt du ernsthaft mit Pistole gerade auf das Vieh? Ja, weil egal ist die Pistole. Macht kompletten Flächenschaden, macht die Waffe. Die Pistole, was hast denn du für eine Pistole? Ich frage mich immer wieder, warum kriege ich von hinten Schaden? Ja, warum kriege ich denn von hinten Schaden? Leute, wir stellen... Weil Marcel am Schießen ist. Patrick hat vorhin festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn er hinter mir läuft. Was macht er seitdem? Ich würde aber auch gerne mal vorlaufen. Naja, was du aber gerne möchtest, das ist die eine Sache und wie was gut funktioniert, ist die andere Sache. Wenn ihr nicht sagen, ich mit diesem Spielspieler 30 Meter Abstand halten muss von dir. Schon wieder! Nein! Ach, nee, das war ich nicht! Ne? Das war ich nicht! Nein! An der Decke oben! An der Decke, Wompi! Das hab ich aber auch nie gesehen, Patrick. Muss ich klarerweise sagen. Und hier kommt die Auto. Hier! Diese Pottflieger! Jetzt hab ich's gesehen, die kommen von. Die kamen von links angesprungen und dann hüpfen die Decke hoch. Siehst du das bei mir? Hier, guck! Jetzt hüpft er hier durch und dann an die Decke hoch. Huch! Ha! Warte mal! Piss dich, Hurensohn! Gründe! Gründe, genau! Warte ab, bis die zu dir auf Arbeit haben, kommst du aus Sachsen. Soll das eigentlich nur mal aufklappen? Och, natürlich! Was ist? Oh! Ja? Ich bin gerade nicht. Schon wieder? Ist auch nicht so viel. Ketten sind Clown-Angriffe aneinander, um stärkere Combo-Angriffe aus. Achso, versus Mode. Gerade sagen. Es kann losgehen. Oh Gott. Na nü. Geil, ich bin kommt reingesprungen. Boom. Oh, du darfst mal den Papa machen. Ja. Hier krieg ich von hinten. Ah! Ich mach gar nicht, ich habe nicht geschossen jetzt. Ich habe eine Granate geschmissen. So, diesmal renne ich nämlich gleich vorher. Dann die Wichser sich nämlich mal picken. Piss dich.
Missile-Drohnen sind. Das darf man nicht sagen. No, ja. Geht doch. Naja, auf uns kam hier gefühlt unendlich Gegner, deswegen dachte ich. Wird Sinn. Der war gut, Patrick, der gefällt mir. Der war gut, der hat mir gefallen. Na, manchmal, ne? Findet auch ein blindes Huhn einen Punkt. Alter, er schießt mit Raketen, da war mal schnell. Wo bist du? Wo bist du? Hinter die Kiste. Was? Komm, hinter die Kiste? Wirklich? Komm zurück, zurück, zurück. Hin zurück? Ah, zurück. Hier. Ja. Bück dich. Ja, ich bück mich. Du bist mein Mann. Bück dich, ich bück dich. Der Penner hat mit dem Raketenwerfer auf mich geschossen. Naja, was anderes hilft ja bei dir auch nicht mehr. Oh, fuck, jetzt. Patrick, hallo, komm zurück. Mich hat eine Rakete getroffen. Dich? Ja, ich hab den Typen gesehen. So, jetzt geh ich hin und fix den. So, Schrotflinte rausholen. Grüß dich. Grüß dich. Der Lampenfass nehmen, sehr gut. Scheiße, jetzt hat das. Ich wollte den Raketenwerfer-Typen killen. Da hat das Alien mir einfach meine Rache genommen. Nein, das war das Fass. Was, das Fass? Ja, da lag ein Explosionsfass neben dir. Oh, jetzt juckt mein rechter Fuß. Ich dachte, du hast jetzt einen Mr. Sack. Ja, nee, nee. Wir haben neue Informationen. Suchen Sie Deckung und melden Sie sich wieder. Verstanden, Actual. Ey, ich hab einen Hunger, ne? Ich könnte jetzt so richtige Döner futtern. Sag mal. Haben wir jetzt Mission geschafft oder was? Oder sind wir tot? Nee, haben wir geschafft. Krass, 37 Minuten. 35 Minuten. So, Marcel, du hast die Ehre. Ja, Freunde, ihr seht, es kann auch besser gehen, ne? Nicht so wie im letzten Video. Das letzte Video war definitiv sehr viel unterhaltsamer wahrscheinlich. Auch wenn es länger war. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst Liebe auf dem Kanal da. Hier drüben wird leider Abo-Button aufploppen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin bleibt. Ich freue mich auf die nächste Runde gleich. Ich habe noch keinen Abo-Button. Und lasst doch gerne bei Mission 7. Genau, aber vorher gehe ich pissen. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Video. Peace, peace, euer Weg.